Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemmeier, Paterbauer, Beziehungscoach, Diplompsychologe, Mensch, Galaxisbewohner und so weiter. Ja, wir haben mal wieder ein schönes Video rund um Dating. Während ich hier mit Stromimpulsen gemartert, während ich über so ein Tanzgerät gerade, aber ich versuche überhaupt aufs Video zu konzentrieren. Genau, es geht, ich nutze mal wieder so eine Szene aus Love Island, die ich hier gleich mal einspiele. Du bist der erste Mann, der mich so gekorbt hat. Ja. Ich bin noch nie in meinem Leben auf einen Mann zugegangen und gesagt, ich habe Interesse. Man hat sich vielleicht in dem Moment einfach die Situation gewünscht, man geht auf jemanden zu, dass dann, ja, das nicht so zurückkommt. Und dann reden wir mal drüber. Also es ist ja so beim Dating, so im Schnitt, es gibt sicherlich natürlich mal Ausnahmen, aber im Schnitt werden Männer sicherlich mehr gekorbt als Frauen. Und ja, und Frauen, die im Schnitt gut aussehen, werden vielleicht höchst selten gekorbt. Und wenn sie, aber irgendwann ist immer das erste Mal, sage ich immer. Und ja, und wissen dann nicht, damit umzugehen, was, glaube ich, jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein innere Kind-Thema ist, sondern das ist ein Ego-Thema, ne? Also das Ego ist dann gekränkt und wenn man es nicht gewöhnt ist, ja, ist halt Mist. Deswegen ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man gekorbt wird, dass man da so eine Coolheit entwickelt und denkt, what the fuck, das Universum wird schon recht haben, dass es nicht gepasst hat und was soll's. Und ja, wird schon seine Berechtigung haben und dass man eben das Ego da draußen lassen kann, das kann manchmal gar nicht so schlecht, das zu üben. Und sie macht jetzt den großen Fehler, also offensichtlich ist das jetzt für sie ihre erste Kränkungssituation. Gut, sie hat es natürlich auch in der Show da gerade nicht so leicht, weil sie öfter gefriendzoned wird. Gibt es ja auch Frauen, denen das scheinbar öfter passiert. Was ja wiederum dagegen spricht, dass es erstmal gekopft worden ist. Also keine Ahnung, aber bleiben wir mal dabei. Aber sie macht jetzt einen riesen Fehler, den Männer auch oft machen, dann nicht sofort loszulassen, ne? Weil so Selbstbewusstsein, Klarheit, für sich einstehen, nicht jemand hinterherlaufen, das sind Sachen, die sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Polarität liegen. Und auch in der weiblichen Polarität kann ich nur raten, wenn jemand dich nicht will, sofort die Finger davon zu lassen, auch nicht befreundet zu bleiben. Und zu sagen, hey, wenn du mich nicht willst, dein Pech, aber sorry, dann haben wir, sehe ich jetzt auch keinen Grund, warum wir hier rumschawenzeln müssen oder das noch bereden müssen, was ja häufig dazu führt, dass der andere da noch so Energie rauszieht, dass das dann noch beredet wird, warum sie ihn will, aber er sie nicht will, das würde ich mir nicht geben, da würde ich jetzt sagen, ja, fuck it, spreche ich mit dem Nächsten, aber nicht mit dir, so, ne, habe ich keinen Bock drauf, also nicht, dass er jetzt irgendwas falsch macht, ihr findet es, glaube ich, selber, was mit ihm hier ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, finde ich seltsam, sein Verhalten, aber egal, ja, man kann ihm nur den Rat geben, zu sagen, ja, fuck it, weil das dreht komischerweise manchmal die Sache noch, wenn man merkt, der andere hat ja hohes Selbstbewusstsein, hohe Selbstliebe, ist immer attraktiv, steht für sich ein, jetzt habe ich ihn gar nicht mehr, kommt vielleicht der andere doch nochmal ins Nachdenken, nicht immer, dass man das unbedingt wollen würde, aber gut, die sind jung, da kann sowas tatsächlich noch funktionieren, ne, dass seine Sache dreht so und insofern, wenn du gekorbt wirst, nicht gekränkt sein, kein Fass aufmachen, lachen, umdrehen, nächste daten, abhaken, Nummer löschen und aber auch keine Zeit mehr geben, auch nicht für Freundschaft oder irgend so ein Dreck. Ja, wenn du willst, steig noch gerne ein in die Kurse, die gerade gestartet sind, neben den Kursen, die es sowieso mal gibt. Was gerade ist, Selbstliebe-Challenge Advanced, Wohlfühl-Challenge, auch sehr nicer Kurs und ich glaube Ex-Detox. Was haben wir denn heute? 7. Kann man noch ein paar Tage einsteigen. Kommt zur fucking Liebeschiff-Party, schon tierisch viele Leute angemeldet. Wird, glaube ich, richtig geilo Brotomato. Und genau, und es gibt noch ein paar Plätze beim Bootcamp in Hamburg. Da können fleißige YouTube-Nutzer den Code SOMMER50 anwenden für 50 € auf das Bootcamp. Und wir werden es bald wiedersehen.